Ich stehe hier und genieße den wunderbaren Ausblick auf das weite Meer, diese Brutschoten und diese ekligen Kreaturen und diesen, was auch immer das da hinten ist. Und bevor wir jetzt die Mission, die Playlist des Kapitäns machen, die ein schönes Beispiel dafür ist, wie Quests hier auch gestaltet sein können, zeige ich euch noch etwas. Ich habe mir nämlich jetzt zwei Add-ons in Anführungszeichen installiert, das sind es nicht mehr als Copy and Paste, die ich sehr praktisch finde und auch schon früher benutzt habe. Und das ist Blocknote und der Gear Manager. Über Blocknote könnt ihr euch Notiz machen. Ich bin eine Notiz. Und wenn euch das Design nicht gefällt, könnt ihr in den Einstellungen hier zum Beispiel das Design ändern. Templar. Guck mal, wie das Templar aussieht. Illuminati. Ziemlich nice. Yeah. Tablet-Style. Dragon. KI. Und Transparent. Schwebt das Ding halt einfach in der Luft. Finde ich sehr praktisch, gerade um mir in-game Notizen zu machen. Aber auch als als Ergänzung zum Marker, ist das ziemlich cool. Das ist ein reines textbasiertes Ding, aber reicht völlig aus, finde ich. Gibt aber noch eine Alternative dazu. Das heißt, glaube ich, Ghostpad. Findet ihr aber, wenn ihr einfach Node eingibt in Curse Mods. Geht aber auch Curse Mods und sucht dann einfach nach Node. Und dann findet ihr die zwei. Es gibt Block Node und das andere ist, glaube ich, Ghostpad. Und das hier ist der Viper Stack Manager. Den finde ich noch ein bisschen cooler als den In-Game Ausrüstungsmanager, weil der In-Game Ausrüstungsmanager ist nur textbasiert. Und hier speichere ich jetzt auch mein erstes Deck, das Deck, das ich jetzt aktuell hier habe. Und da könnt ihr auch auswählen, ob jetzt alle Waffenarten da mitspeichert oder halt eben nur bestimmte. Und ich lasse das einfach im Standard, so wie es ist. So, und das Schöne ist, ihr könnt hier einen Comment reinpacken. Das könnt ihr nämlich in dem In-Game Ausrüstungsmanager nicht. Beziehungsweise im Deck Manager. So, Deck Name ist jetzt eben Klingend Tsunami. Und Comment. Balanced. Single Target oder auch der Einzelschielzaden, wie ich das in einem der Videos verhaspelt hatte. Einzelschielzaden ist wirklich cool. Das ist ein toller Name. Ich glaube, in irgendeinem MMORPG werde ich irgendeinen Hunter erstellen, der Einzelschielzaden heißt. Balanced Single Target. AOE. Das reicht mir schon als Comment, aber natürlich könnt ihr euch das irgendwie reinpacken, wie ihr Bock habt, Bock drauf habt. So, hat eine ID, könnt man einen Alias vergeben, brauche ich nicht. Save New Deck. So. Ja, und dann haben wir hier Klingend Tsunami drinstehen. Perfekt. Könnt ihr es auch backuppen. Oder könnt ihr eben auch wieder importieren. Und ihr müsst nur draufklicken, dann switcht dann auch das Deck, so wie ihr es angelegt habt. Und es wird später schon interessant, weil wenn ihr mehr Skills bekommt, kann es schon sein, dass ihr so zwei, drei Variationen euch da reinpackt. Und wenn ihr den Deck Manager habt, ist das ziemlich cool. Eins noch, ich habe in einem der Videos gesagt, da hat er mich gefragt, ich hätte gerne eine Kommandoliste, eine vollständige. Die kriegt ihr in-game zumindest, wenn ihr in den Chat geht und drückt einfach nur Slash. Und macht dann Enter. Beziehungsweise Slash und dann Tab. Und dann seht ihr alle verfügbaren Kommandos, das sind alle, also alle verfügbaren, egal was, egal ob flüstern oder irgendwelche Emojis, aber halt eben auch Befehle. Dann könnt ihr auch gucken, habt ihr da noch irgendwelche Befehle drin, die ihr vielleicht so noch gar nicht getestet habt. Und da hättet ihr ja zum Beispiel, würdet ihr auch eben sehen, da oben, da haben wir den Ausrüstungsmanager zum Beispiel, das ist der Ingame Manager, der aber im Vergleich zu Viper Stack Manager nicht so gut ist. So, weiter geht's im Takt. Wir wollen die Playlist des Kapitäns finden. Schauen wir doch nochmal, was wir hier für Infos dazu hatten.
Der Kapitän hat seine zwei Lieblingssongs benutzt, um sich die Koordinaten zu merken, wo er das Paket, in Anführungszeichen, über Bord geworfen hat. Die erste Koordinate ist viermal die Dauer des Songs Safety Dance. Okay, erster Hinweis. Und ich rufe jetzt einmal Ingame-Browser auf. Auch wenn ihr Multimonitoring habt. Für die Immersion ist das irgendwie cooler. So. Song. Safety Dance. Ja, ich vergesse immer, den Ingame-Browser hat Google nicht in der Adressleiste implementiert. Oder Bing und Co. Song Safety Dance. Thomas? Guck mal, ob in Wikipedia da, die Dauer drinsteht, wenn nicht. Machen das anders. Im Grunde hätte man auch in Spotify kurz gucken können oder so. Length. Ah, da oben seht ihr gleich den Walkthrough hier. Length. 247. Ah, da wäre das Ghostpad gar nicht schlecht gewesen. Im Ghostpad nämlich, diese Alternative zu dem Blocknote, da gibt es einen Calculator. Jetzt wissen wir auch warum. 4 mal 2 sind 8. Also ist die Frage. Ja, wir rechnen mit, aber mit 47. Also bei 4 mal 47 wäre 160, 188. Das mal 188. 2, 1, 8, 8. Geht das? Die Koordinate kann nicht 2, 1, 8, 8 sein. Viermal die Dauer des Songs. Müssen wir eigentlich mal 247 machen. Das wäre einfacher. Mal 247. Machen wir einfach. Google kann das auch. Viermal 247. Ich habe keinen Bock jetzt zu rechnen. Ist 988. Also die erste Koordinate. Und dafür ist Blocknote zum Beispiel gut. Chord 988. Und die zweite wäre Don't Stop Believing von Journey. Vier Minuten elf. Also 411. Jetzt wissen wir, die Koordinaten sind 988411. Ich wollte gerade sehen, ob man damit auch die Blocknote verschieben könnte. Geht leider nicht, aber ist nicht, ist nur halb so wild. Wir wollen es eh nicht offen lassen. Reines Interesse. Also 988411 und Koordinaten sehen wir. Wenn ich hier über die Map scrolle, seht ihr unten links, seht ihr hier Koordinaten. So, 988411, zoomen wir erstmal 988. Ja, so, also etwa der Bereich. Jetzt gehen wir hoch. Hier. Ja. 988411. Hier. Und schon kann ich den Marker benutzen. Playlist des Kapitäns. So, und schon wissen wir, hier muss die Playlist des Kapitäns sein. Das heißt, ich porte mich jetzt einfach mal hier hin, zur Belmont Avenue. Und dann gucken wir, ob wir dort das Anführungszeichen Paket des Kapitäns finden. Ja, und das ist halt ziemlich geil. Es gibt andere Rätsel, andere, die noch komplizierter sind, aber trotzdem in einer gewissen schönen Logik aufgebaut sind. Und das macht mir immer Spaß, weil wir sind ja auch Agents, wir sind Agenten und unsere Aufgabe ist es auch zu ermitteln und Informationen zu sammeln für unsere Fraktion. Und da wäre es echt doof, wenn das einfach nur rein Search and Destroy Quests wären. Und das ist halt eben nicht der Fall.
So, ein bisschen Laufweg haben wir definitiv. Ist nur die Frage, ob wir durchs Meer schwimmen, und ich denke, wir laufen da jetzt einfach geradeaus durch, schwimmen zur Sandbank und hoffen, dass wir das Paket des Kapitäns in den Untiefen finden. Weil wir können ja nicht tauchen, deswegen sollte es zumindest irgendwie sichtbar sein. Ich hoffe, der Weg ist nicht umsonst. Schaut mal, was ist das? Dixie Bull. Der sah auch schon so besonders aus. Stufe 15. Ich bin Stufe 11. Ah, das sieht aber geil aus. Verdammt. Ich muss ihn angreifen, ich habe keine Wahl. Ich muss das versuchen. Gleich die volle Breitseite geben, irgendwie. Ja, dann, also die Waffenstufe macht da jetzt schon was aus mittlerweile. Tsunami kann ich hier spammen. Seit einem neuen Tag. Wunderbar. Oh, kein Loot. Wurde aber auch nicht als Totenkopf angezeigt, also. War zwar ein benannter Gegner, aber ich nehme an, dass der in irgendeiner Art und Weise bei einer Quest am Start ist. Und hier Lootfisk. Ah, geh ich den Umweg? Das ist Lootfisk. Das ist halt schon ein ziemlich weiter Weg. Ich gehe jetzt erstmal zur Playlist des Kapitäns und danach gucke ich mal, ob Lootfisk machbar ist. Also einfach krass, auch das, aber dieses überhaupt dieser Anblick, dieses toten Baum ist, in dem dann diese Raben noch rumschwirren. Also die Minikarte könnt ihr weiter rauszoomen, wenn ihr einfach dann in diesem HUD-Modus rübergeht und dann mit dem Mausrad scrollt. Und ja, müsste jetzt eigentlich hier irgendwo sein. Wenn wir richtig sind. Tatsächlich. Wir haben es. Schwuppdiwupps, haben wir den verlorenen Schatz gefunden. Das macht mir irgendwie auf die Art und Weise auch sehr viel mehr Spaß. Und ihr kommt ja auch, ihr habt es gesehen, ich bin jetzt hier in einem Bereich, den man so sonst nicht unbedingt betreten würde. Also zumindest nicht mal versehentlich dran vorbeikommt. Klinge der Erholung. Sie erhalten 1% mehr Gesundheit durch Erholung. Upgrade. So, jetzt gucken wir mal, was mich der Lootfisk für uns bereithält. Oder Mrs. Lootfisk. Aber die haben wir ja alle schon Stufe 15. Wenn es dumm läuft, treffen wir auf eine Elite mit Stufe 17. Und hier, was habt ihr? Komm, schau, das, genau das meine ich. Schwarzer Grabstein. Direkt hier eine Mission gefunden. Was ist denn das für ein Grabstein hier mitten auf so einer Sandbank? Vorne Stufe 15. Tixibu muss sterben. Ah, wir können sie erst ab 13 annehmen. Ja, kommt schon, Leute. Leute. So. Genau. Ist aber auch nicht markiert jetzt. Als Quest. Deswegen ich setze jetzt erstmal den Marker. Dixie Bull Quest. Nur für den Falle, falls sie mir in Stufe 13 nicht angezeigt wird. Weil bis es mal soweit ist, habe ich wahrscheinlich noch weitere Videos rausgeballert und weiß dann gar nicht mehr, in welchem Video ich da auf diese Quest gestoßen bin. Was ist das denn? Schlitzer der unergründlichen See. Schau mal, wie geil die mal aussehen. Hammerhart. So.
Ganz kurz einen Check, nochmal kurz auf die passiven Fähigkeiten gucken. So. Ich habe parallel hab ich so eine Liste offen. Da sieht man auch nochmal so eine kleine Querbezüge zwischen diesen passiven und aktiven. Okay, hier habe ich keine weiteren Quests mehr, außer jetzt noch hier den Part. Missionsziel, das Handy nehmen. Also auf dem Spielplatz, stimmt. Das ist eine coole Quest und ich glaube, da kommen wir dann auch zur Wahrsagerin, aber jetzt holen wir Lutfisk. Sehe das schleimige Gebilde. Pervers einfach. Und vor allem, das ist ja ein Organismus, eindeutig. Das ist nicht der Wind, der diese Dinger da bewegt. Lutfisk! Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, hier rumzulaufen. Das ist ziemlich bedrohlich. Aber ich sag mal, ein Stufe 15, okay. Zwei, na, ich weiß nicht. Und drei, ja, nimm die beiden in die Hand, denke ich. Aber die können auch noch zaubern. Natürlich doppelt Deluxe. Da ist er. Da chillt er rum, der Lutfisk. Da ist Lutfisk. Lutfisk kennen wir doch aus Polaris. Oh yeah. Screenshot time. Okay, wir probieren unser Glück. Yes. Das meine ich, guckt es euch doch an. Also Grafik kann man sich drüber streiten. Aber das nicht. Darüber kann man sich nicht streiten. Das ist eindeutig fettes Charakterdesign. Ach du Scheiße. Lutfisk. Lutfisk. Lutfisk, Scheiße. Da steckt ganz schön was ein. Und den werde ich nicht besiegen. Dann nehme ich jetzt die Beine in die Hand. Wenn ich es überlebe. Schön Heiltrank verbraucht. Ist jetzt aber lieber, als drauf zu gehen. Ach du Scheiße. Lutfisk, also mit Lutfisk ist nicht gut Kirschen essen. Das ist genau. Ach du, er rennt mir immer noch hinterher. Auch hier. Ah, schade, jetzt hätte ich noch einen Screenshot machen müssen. Puh, es wäre schön, wenn er jetzt so atmen, so keuchen würde. Weil ich denke, nachdem dir so ein Wesen am Arsch klebt, tä, dann musst du erstmal durchatmen. Okay, pretty wonderful. Jetzt hier, war ich bei diesem Schiffchen auch schon? Ich war bei einem, aber ich glaube nicht bei diesem. Deswegen gucken wir nochmal nach. So, hier haben wir schon mal irgendwas Interessantes. Tonno Gialato. Was auch immer. Klingt eigentlich wie eine italienische Speise. Ich hätte gerne einmal Tonno Gialato. Wie kommen wir da hoch? How can I get there? How can I get up there? Tell me. Ist das eine Leiter? Na, wenn ja, ist sie nicht interagierbar, würde ich sagen. So, hier, aber hier haben wir doch schon eigentlich die Lösung. Die Antwort zu meiner Frage. Ja, das ist kein Jump'n'Run hier. Aber es. Sie wollen, dass man solche Tätigkeiten ausübt. Dann tun wir das. Ja, hier ist noch einfacher, ne? Warum? Warum schwer? Warum einfach, wenn es schwer geht? Ja, da oben, da hat man schon eine Begegnung mit einem rachsüchtigen Geist. Alright. So, hier müssen wir hin. Also, ab geht's zur Belmont Avenue. Und wie es da weitergeht mit der Quest und was wir hier in Kingsmouth noch so erleben werden. Ihr habt ja gesehen, es kann immer wieder irgendwas Unvorhergesehenes kommen. Das seht ihr im nächsten Video. Ich danke euch für euer Interesse und schaltet wieder ein, wenn es heißt Via Kirito Spiel Secret World Legends. Ich würde mich freuen und Dwight Seven Walker Watts auch. See you next time.